Hallo meine Lieben, in meinem heutigen Video geht es um dieses Design, was ich zu Hause einfach mal ausprobiert habe. Und dann legen wir auch schon los. Und zwar habe ich hier die Schablone am Nail Trainer angebracht. Ich muss die oben immer ein bisschen kleben, damit die etwas hält. Und verlängere jetzt dort eine Mandelform. Wenn ihr nochmal genau wissen wollt, wie man eine Mandel modelliert und auch befeilt, dann verlinke ich euch das Video dazu nochmal unten in der Infobox. Da könnt ihr dann nochmal genauer schauen, wie das Ganze funktioniert. Ja, mit meinem Silikonpinsel verteile ich jetzt hier halt das Aufbaugel auf dem ganzen Nagel und verlängere halt mit Schablone. Nach 2 Minuten in der Lampe habe ich das Ganze ein bisschen befeilt, damit ich einfach einen schöneren Nagel schon von Anfang an habe. Jetzt habe ich mir hier Make-up-Gel genommen und trage das Ganze so mandelförmig auf, um später mit der Undock-Methode einfach weiter fortfahren zu können. Alle, die nochmal genau wissen wollen, wie man die Undock-Methode macht, weil ich das nicht in jedem Video erkläre, denen verlinke ich das Video dann auch nochmal unten in der Infobox. Ja, hier habe ich jetzt das Aufbaugel genommen und trage das wirklich nur über dem Make-up-Gel auf und schaue, dass ich am Rand hin eine kleine Mauer habe, damit ich das Ganze gut befeilen kann. Ja, nach 2 Minuten in der Lampe fange ich dann an, hier das Ganze zu befeilen. Erstmal grob oben drüber, quasi den Teil des Aufbaus schon befeilen. Und dann gehe ich gleich nochmal mit verschiedenen Pfeilen an die Smyline ran, um einfach dort eine richtig schöne und gleichmäßige Smyline hinzubekommen. Ich benutze dafür immer gerne so kleine Sandfeilen, heißen die, oder halt diese Hartmetallfeilen, die ich jetzt benutze, denn mit denen funktioniert das auch sehr gut und mit denen hat man einfach eine gute Handhabung. Jetzt feile ich diese Mauer nochmal ein bisschen glatt, die dort vorne immer entsteht, damit die einfach nicht so hoch ist und ich nicht so viel Farbgel auftragen muss. Ja, da ich für das Glitzer einen schönen Untergrund möchte, habe ich hier einfach ein weißes Farbgel genommen. Das ist das Weiß aus der Gruppe Nagel Design Werkstatt und trage das Ganze einfach nur auf dem Nagel auf, damit ich quasi diesen schönen Untergrund habe und das Glitzer einfach besser rauskommt. Ja, hier habe ich eine verschiedene Auswahl an Glitzern. Einmal ein dunkles, mittelblaues und ein rosanes und dazu auch noch so kleine Pailletten. Und die werde ich jetzt nach und nach auftragen. Als erstes trage ich mir unten auf dem Weiß etwas Aufbaugel auf. Braucht wirklich nicht so viel sein. Hauptsache, das Glitzer kann dort drin kleben bleiben. Ich finde nämlich, dass das Glitzer in der Schwitzschicht nicht so gut kleben bleibt und ni sich nicht so bewegen lässt, wie ich das möchte. Und deswegen mache ich das immer mit dieser Methode. Jetzt nehme ich mir mit einem kleinen Pinsel etwas von diesen blauen Glitzerpartikeln auf und trage sie dort auf, wo ich sie haben möchte. Das klappt hier nicht ganz so gut, deswegen schütte ich das jetzt raus und nehme mir gleich aber ein anderes Werkzeug, weil das einfach viel zu lange gedauert hat. Hier nehme ich einfach so einen Spachtel von dem Pro-Pusher und streue das Ganze drauf. War jetzt auch nicht die beste Idee, denn wie ihr gleich sehen könnt, wird das Glitzer, wenn ich den Finger loslasse, einfach nach unten fallen und dort unten an der Spitze vom Fingernagel möchte ich es eigentlich nicht haben. Deswegen, ja, die Handhabung war da noch ein bisschen schwierig, aber ich habe es dann irgendwann hinbekommen, so wie ich es wollte. Ja, ich trage jetzt auf dem obersten Drittel dieses Dunkelblau auf und jetzt nehme ich mir hier unten diese Glitzerpartikel weg, denn an dieser Stelle möchte ich die ja nicht haben. Wichtig ist es, dass ich danach nochmal eine Schicht Aufbaugel auftrage, damit an dieser Stelle wieder das Glitzer schön halten kann. Zwischenzeitlich könnt ihr das auch aushärten, wenn ihr wollt. Das ist überhaupt kein Problem. Dann ja, verwischt ihr euch das Ganze nicht oder ja. Jetzt trage ich hier das andere Blau auf. Das ist ein bisschen heller und trage das auf dem zweiten Drittel vom Nagel auf. Und versuche das so ein bisschen über dem Dunkelblau so aufzutragen, damit es einfach so einen leichten Farbverlauf gibt. Ja, jetzt habe ich hier dieses rosa Glitzer. Ich kann euch nicht sagen, wo ich die Glitzer her habe, denn die habe ich mal bei eBay bestellt. Und das war von einer Privatperson, deswegen kann ich euch das nicht sagen. Aber bei glitterwelten.de gibt es auch richtig schöne Glitzer. Ja, das Ganze habe ich dann aufgetragen, habe es aushärten lassen. Und jetzt nach dem Aushärten trage ich mir, wie ihr sehen könnt, hier nochmal eine Schicht Aufbaugel auf.
um einfach diese Glitzerpartikel so ein bisschen mit einzudecken und den Aufbau dann schon mal leicht zu modellieren. Ist aber auch nur eine dünne Schicht Aufbaugel, denn ich möchte jetzt noch ein paar von diesen blauen Partikeln, da habe ich mich jetzt noch umentschieden, wollte ich noch ein paar von diesen blauen Partikeln mit reinbringen und habe einfach, ich sage jetzt mal Pailletten, und habe einfach mir ein paar genommen und die in diese dünne Schicht Aufbaugel reingedrückt, würde ich jetzt mal so nennen. Und das gleiche habe ich dann auch mit den etwas helleren Partikeln gemacht, und zwar in der Mitte bei diesem etwas helleren Blau, damit das Ganze einfach noch mehr glitzert und noch mehr strahlt und genauso aussieht wie bei dem Rosa. Jetzt war mir der Übergang vom Rosa zum Hellblau nicht, ja, kräftig genug, würde ich mal sagen. Deswegen habe ich dort unten auch noch was Aufbaugel aufgetragen und mir einfach noch was von dem Glitzer genommen. Also ihr könnt da wirklich in mehreren Schichten arbeiten, so wie ihr das wollt. Ja, habt das jetzt so ein bisschen mehr über das Blau gemacht, damit der Übergang einfach schöner wird. So, jetzt habe ich es aushärten lassen und jetzt fange ich mit dem Aufbau an. Ich habe mich eben ein bisschen vertan und nehme mir hier ein großes Kügelchen, würde ich jetzt mal sagen, von dem Aufbaugel. Und wie ihr sehen könnt, ist es bei mir sehr warm. Das läuft mir immer an der Seite runter, aber da muss man einfach nur ein bisschen aufpassen. Und jetzt fange ich an, den Aufbau zu modellieren. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das mache, wie gesagt, in dem Mandelvideo erkläre ich das haargenau. Da könnt ihr dann nochmal nachschauen. Ist es auch die Seitenlinien schön zu ummanteln, dass dort keine Glitzerpartikel mehr rausschauen. Ja, jetzt drehe ich das Ganze nochmal um und schaue nochmal von unten, wie das Ganze aussieht. Und wenn mir das dann gefällt, dann tue ich das einfach wieder für 2 Minuten in die Lampe. Ich habe jetzt den Aufbau schon befeilt, wenn das Video würde sonst zu lang werden. Und wie gesagt, in dem anderen zeige ich euch das ja. Und jetzt fange ich an mit meinen One-Stroke-Zeichnungen. Wer nochmal wissen will, wie genau das funktioniert, wie ihr das am besten macht, wie ihr am besten den Pinsel haltet, welche Farben gut sind, welche Pinsel gut sind, habe ich auch nochmal ein Video für euch unten in der Infobox. Denn bei jedem Video das zu erklären, ist einfach viel, viel zu lange. Ja, ich habe mir jetzt ein Hellblau genommen und ein Weiß und fange jetzt an, mit dem Pinsel hier rumzuzeichnen. Das ist der Pinsel Größe 2 von Genial Nails, der schräge One-Stroke-Pinsel. Den habe ich mir jetzt neu geholt und damit kriegt man noch kleinere Blüten hin. Eine lange Blume war mir noch nicht genug, deswegen habe ich hier am Rand noch so eine halbe hingemacht und dachte mir dann, das reicht ungefähr von der Menge der Blüten, denn zu viel ist ja auch nicht gut. Bin ich noch mal in einer zweiten Schicht über die Blüten rübergegangen. Ihr könnt sehen, das macht die Farben einfach noch viel, viel kräftiger als in der ersten Schicht. Und das mache ich immer sehr, sehr gerne, weil, ja, wie gesagt, die erste Schicht deckt schon gut, aber die zweite sieht dann einfach noch schöner aus. Zwischendurch lade ich den Pinsel auch immer wieder ein bisschen, damit einfach wieder frische Farbe drin ist.
Hier benutze ich den Rubloff 00 Pinsel für feine Malereien. Den könnt ihr euch bei eBay bestellen, müsst ihr einfach mal eingeben, der ist nicht immer drinne. Und dann setze ich mir hier mit dem Dotting Tool einen Punkt und ziehe mit dem dünnen Pinsel und etwas weißer Farbe einfach so einen Schnörkel nach unten. Das gleiche mache ich hier oben links auch nochmal. Denn ich wollte einfach irgendwie noch was Schönes bei den Blumen bei haben, so eine Art Schnörkel oder irgendwas. Und ihr wisst ja, ich bin nicht so der Schnörkelmeister und deswegen habe ich einfach die gewählt. Ja, hier habe ich gerade versucht, etwas zu zeichnen. Das Problem ist einfach, ich hatte die falsche Perspektive und wenn euch mal sowas passiert, wischt es einfach trocken und geht ganz leicht mit dem Buffer darüber, dann kriegt ihr die Malereien meistens auch wieder weg. Und jetzt nehme ich einfach eine andere Perspektive, indem ich die Hand einfach umdrehe, das finde ich immer angenehmer und male mir hier dann auch noch zwei so Schnörkel hin. Ich weiß nicht, wie ich die nennen soll, ich nenne sie einfach Schnörkel. So, jetzt nehme ich mir noch ein bisschen Orange und ein bisschen Gelb und mache in die Blüten noch diese... Ja, das habe ich jedes Mal bei den Videos, dass ich diesen Begriff nicht weiß. Ich muss ihn mal im Internet nachgucken. Diese kleinen Punkte in der Mitte von den Blüten. Da war dann einmal mein Akku leer, aber ich denke, ihr könnt das euch denken, dass ich da einfach nur so kleine Pünktchen reingemacht habe. Jetzt habe ich hier noch drei Strasssteinchen angebracht. Die klebe ich immer mit Tippkleber drauf. Das hält bei mir super. Und jetzt versiegele ich das Ganze einfach nur noch und zeige euch dann gleich das Endergebnis. Wichtig ist es immer schön, um die Steinchen rum zu versiegeln, aber aufpassen, dass nichts in die Ränder läuft. Das hier ist jetzt das Endergebnis. Ich finde es richtig toll geworden mit diesem Glitzer. Ich liebe Glitzernägel. Ich bin da total die Tussi, wirklich. Und mit Blumen sowieso. Und ich finde, er ist richtig schön geworden. Ich habe mir auch richtig viel Zeit dafür genommen. Und ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!